Hallo Leute und willkommen zurück zu The Cat Lady. In Susans Haus ist jemand eingedrungen, irgend so ein Killer-Typ, keine Ahnung, wer das ist. Und alles, was wir tun können, ist mit Susan zurückgehen. Also wir wissen nicht, was es für ein Typ ist, aber er sieht so aus und er benimmt sich so. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes und hoffentlich kann Susan entfliehen. Wir gehen mal weiter rückwärts. Oh oh. Oh nein. What? Boah, eiskalt umgebracht? Heftig. What? Und was macht Mizi jetzt? Scheiße. Wo ist Susan jetzt? Warum konnte sie gar nichts machen? Untersuche das. Aha, jetzt haben wir hier so ein Zahlenschloss. Okay, da können wir aber jetzt doch nichts machen, oder? Also ich kann nur raten. So. Und? Geh hinein. Abgeschlossen, aber es muss einen Weg geben, das vorherige Schloss zu öffnen. Ja, mit dem Code natürlich. Hier können wir rausgehen. Wo sind wir? Auf einem Boot? Was ist das? Sieht aus wie eine eklige Skelettmaschine. Monster. Schau an. Was ist das für ein Ding? Ich glaube, das Schlimmste darin ist, dass es ein bisschen aussieht wie ich. Eww. Und wie Susan im Hintergrund da so lang schwebt. Das ist voll gruselig. Ja, ein ekliges, komisches, gruseliges Monster. In was für einer komischen, surrealen Horrorwelt sind wir denn jetzt wieder? Ah, ich kann auch nach links, okay. Das ist der Spiegel, also als wären wir zu Hause. Vielleicht träumt sie das, weil wir... Ich öffne die mal. Abgeschlossen, na toll. Wenn wir zu Hause sind, könnte es hier ja eigentlich weitergehen. Geht aber nicht. Okay. Dann finden wir dafür vielleicht noch einen Schlüssel. Wie merkwürdig das hier schon wieder ist. Total strange. Oh oh, nein, nein, nein. Was war denn da? Wand. Untersuche. Scheinbar bin ich in meinem eigenen Wohnzimmer gefangen. Naja, es ist nicht wirklich meine Wohnung. Ich hoffe wirklich, dass es nicht so ist. Drücke. Ich glaube, ich bin nicht stark genug, um durch diese Wand zu brechen. Komm. Was können wir dann machen? Also da ist jetzt voll die Wand. Wir sind eingeschlossen. Und da können wir auch nicht raus anscheinend. Ich glaube, ich bin nicht stark genug. Ja, toll. Scheinbar bin ich in meinem eigenen Wohnzimmer gefangen. Was mache ich denn jetzt? Spiegel untersuchen. Seltsam. Die Rückseite des Spiegels scheint locker zu sein. Könnte dahinter ein Geheimversteck sein? Oh, das versuchen wir mal. Meine Finger sind zu dick. Ich brauche etwas Scharfes, um ihn anzuheben. Dann nimm doch mal irgendwas für einen Spiegelscherbe. Lumpen. Untersuche. Ein altes, zerrissenes Stück Stoff liegt auf meinem Couchtisch. Bewege. Was ist das? Darunter ist ein Messer. Gut, Messer waren in letzter Zeit ziemlich nützlich. Sehr schön. Dann nehmen wir das und benutzen das. Benutzen. Ah, ich wusste, dass darunter etwas versteckt war. Ein Schlüssel und... Was ist das? Ein Hebel? Ein Schlüssel? Ziehe Hebel. Wow. Streitkolben. Nimm den Streitkolben. Was ist mehr? Untersuchen. Ein selbstgemachter Streitkolben. Okay. Untersuchen den Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Gästezimmer. Momentan Mitzis... Zimmer, ja. Können wir hier raus jetzt? Kannst du den Streitkolben denn hier benutzen?
Jawohl, mit den ganzen Totenschädeln. Weg damit. Dann machen wir das hier links auch nochmal gleich, oder? Damit der Weg erstmal wieder frei ist. Also wir befreien uns ja quasi dann dadurch aus der eigenen Hölle oder aus dem eigenen Gefängnis, in dem sie jetzt gerade ist. Was ja eigentlich positiv ist. Also egal, was Susan Schlimmes hier in diesem Spiel widerfährt, in dem Moment, wo sie immer was dagegen gerade tut, das ist ja nicht gut. Okay, jetzt sind wir hier drinne. Wenn es hier eine Kerze gibt, will ich sie nicht pusten. Eigentlich nicht, weil ich noch nicht draußen war und da will ich erstmal hingehen. Nee, weil das kennen wir schon, dass wenn wir die Kerzen pusten, dann passiert irgendwas. Kannst du mal rausgehen? Ich kann nicht mehr raus, aber man konnte doch noch nach rechts gehen ganz am Anfang. Oh Mann, jetzt komme ich da nicht mehr hin? Das ist ja doof. Oh, das ist doof. Oh, Kerze, nehmen wir mal diesmal die hier. Ein Autounfall? Wer saß in dem Auto? Wer hatte den Autounfall? Und warum? Kann man da jetzt nochmal rein? Abgeschlossen. Wie, das war's? Dieser Raum, warum musste es dieser Raum sein? Ja, das frage ich mich auch. Also es ist ja dieser Raum am Anfang. Mit der Todesoma. Komisch. Aber dann können wir doch noch nach rechts wieder gehen. Hm. Ich weiß jetzt auch wieder nicht, wenn man eine andere Kerze genommen hätte. Ja, hätte man dann wieder was anderes gesehen? Ich weiß es nicht. Da wollte ich raus. Genau, hier wollte ich hin. Gerümpel, untersuchen. Ich kann hier nichts Nützliches sehen. Nur alte Bootsteile und leere Fässer. Krass, was wir hier so für verschiedene Kulissen auch haben, ne? Schon wieder was ganz anderes. Schiff. Aus der Entfernung schwer zu sagen, aber es sieht komplett verlassen aus. Hm. Okay. Gut, untersuchen. Das würde wahrscheinlich auseinanderfallen, wenn ich einstiege. Es ist so alt und total verrottet. Was ist noch weiter rechts? Denn irgendwo müssen wir den Code herbekommen für das Vorhängeschloss. Hm, interessant, interessant. Warum das mit dem Boot? Vielleicht kommt ja später noch eine Erklärung dazu. Vielleicht sind das alles Dinge auch aus ihrem wirklichen Leben. Ich verstehe das meiste gar nicht. Alles technischer Kram. Warte, was ist das? Minimale Passagierkapazität 2. Wie grotesk. Mhm. Aufzug. Untersuche. Ein Aufzug? Wird er mich unter die Oberfläche des Meeres bringen? Sieht nicht sehr sicher aus, aber es könnte der einzige Ausweg sein. Kein Strom. Es muss irgendwo anders angeschaltet werden. Vielleicht in diesem Gebäude am Ende des Kais? Ja. Ich sag nur... Code? Tja. Kannst du das hier irgendwie erstechen? Nutzen? Hm. Okay. Kannst du das untersuchen nochmal? Großes Metzgermesser erinnert mich an Alfred Hitchcocks Psycho. Die berühmte Duschszene hat mich zu Tode erschreckt, als ich sie als junges Mädchen das erste Mal sah. Ja, aha. Habe ich nie gesehen. Aber als Kind gehe ich mal davon aus, dass das wahrscheinlich sehr gruselig war. Tja. Dürfen wir den jetzt nochmal erstechen, den Typen? Wegen Messer und so? Vielleicht wehren wir uns nochmal und dann stirbt sie gar nicht wirklich. Können wir mit dem Streitkolben hier das benutzen? Nein, nicht hier. Okay. Und wenn wir einfach das Zahnschloss ignorieren, ich kann hier nicht nützlich nur alte Bunden. Hm? Nein, nicht hier. Okay. Also da draußen müsste es eigentlich noch was zu tun geben. Aber vielleicht können wir auch das Monster hier irgendwie töten oder so. Ja. Erstech das mal. Oh, wie eklig. Sie macht das echt. So im Schatten. Das geht.
kannst du das machen, aber man muss sie vielleicht sehen, ne? So? Damit der Schatten sie tötet. Also das Spiegelbild meine ich. Das Spiegelbild muss den bestimmt töten, ne? So. Boah, krass, es geht sogar. Scheiße, wie gruselig. Also, das Spiegelbild hat das Monster getötet. Was das Monster wohl in ihrem Unterbewusstsein darstellen soll. Den Einbrecher glaube ich eigentlich nicht. So, okay. Müssen wir jetzt quasi immer auf unser, oh ja, auf unseren Geisterschatten-Spiegelbild, was auch immer, achten? Das wäre doof irgendwie. Jetzt kommt der immer hinter uns her. Was mache ich denn jetzt damit? Da können wir nicht rein. Was sagt sie denn aber dazu? Ich will wirklich nicht zurück in diesen Raum. Ach so. Ja, dann gehen wir mal mit unserem neuen Selbst dahin. Untersuchen. Das Ding kommt jetzt mit. Wie merkwürdig. Also haben wir jetzt quasi, ja, wenn das jetzt so ihre andere Seite ist, ihr Unterbewusstsein vielleicht sogar, vielleicht haben wir das dadurch gerade gerettet. Wir haben uns selbst ja gerettet. Das würde wahrscheinlich total auseinanderfallen. Schiff, schau an. Was sagt der Geist dazu? Ist Entfernung, ganz alleine, einsam. Komm mal mit. Keine Ahnung, es ist auch ein bisschen unheimlich, aber es ist sie ja selber. Von daher, ja, vielleicht so ein bisschen ihr anderes Ich. Sie befreit sich. Ich weiß es nicht. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ah, die ist wieder am Start. Das ist gut. Schild. Minimale Passagierkapazität 2. Ja, dann können die beiden ja eigentlich mitfahren, ne? Dann komm mal mit. Aber es geht ja eh nicht. Aber vielleicht kann man hier was machen. Nicht hier. Selbstgemachter Streitkolben, ja. Aufzug. Nee, du sollst jetzt mal den... Lass mal den Streitkolben Ruhe. So, aktiviere. Kein Strom. Ja. Irgendwie müssen wir da was machen können. Und wenn wir... Bleibt die jetzt da drinne? Ach so, das zweite Ich bleibt jetzt im Aufzug schon. Das heißt, die könnte man dann schon mal hochbringen. Okay. Dann weiß ich nicht, was ich sonst machen soll, außer mit dem Streitkolben irgendwie... Ja. Entweder nochmal beim Aufzug draufhauen irgendwie. Oder, wie gesagt, das Schloss. Aber das hat ja einen Zahlenschlüssel. Warum... Oder muss man das... Habe ich irgendwas übersehen? Mal rein nochmal. Ich will da nicht wieder hin. Außerdem glaube ich nicht, dass es in diesem Raum noch etwas zu tun gibt. Ach so. Okay, dann mach mal hier. Nein, nicht hier. Okay. Das hätte eigentlich... Nein, nicht den Streitkolben. In die Tür. Geh hinein. Untersuche das. Können wir dann mal machen. Hier, 666. Muss man ja mal ausprobiert haben in so einem Spiel. Vollpanne. Geh hinein. Ja. Ich weiß nicht. 8. 4. 6. Ja. War ein Versuch wert. Benutzen. Was? Irgendwas fehlt mir. Irgendwas muss ich tun können. Oder kann ich den Aufzug halt auch so einfach zum Laufen bringen? Aber ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht die Stromzufuhr wäre oder so. Oder ich kann das irgendwie kaputt machen, so ein Seil, und dann fährt die zweite Susan einfach runter oder so. Hier ist aber auch gar nichts. Merke ich gerade, dass hier... Vielleicht muss ich da auch einfach nur mal stehen bleiben oder so, weil hier irgendwie gar nichts ist in diesem Bild. Nee. Moment mal. Guck mal, wenn man hier hinguckt, ist da eine 3. Ach, verdammt.
Fatma, guck mal, hier ist bestimmt der Code im Hintergrund zu finden. Ich werde nicht mehr. Okay. Tja, dann müssen wir mal aufpassen jetzt. Ich weiß ja nicht, ob das hier schon anfängt. Mal angenommen, der Code fängt hier an. Dann fängt er hier mit einer 3 an. Deswegen ist hier auch nicht nichts, sondern da ist eine 3. Hier wird uns der Code gegeben. 3, 8, durch das Ding hier vorne. Ey, das ist ja eine geile Idee. 3, 8, 1. Klar. Oder nicht? Der Code steht hier. Und man läuft die ganze Zeit da dran vorbei. Ich frage mich, wie schnell ihr das jetzt bemerkt habt, aber ich finde es gerade irgendwie mega cool. Also ich glaube, das ist eine 1 jetzt sein soll. Geh mal davon aus. 3, 8, 1. Ich versuche das mal. Ha, wie cool. Und ich denke, wo kriege ich das her, den Code? Witziges Spiel. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Müsste ja eigentlich gehen. So. 3. 8. 1. Abgeschlossen. Und ne andere Kombi da draus? Also die 3 wird es ja wohl auf jeden Fall sein. Oder war die 1 gar keine 1, sondern eine 4? Kann auch sein. Jawohl, es war eine 4. Deswegen war das auch verkehrt rum. Ich habe nämlich gedacht, die 1? Andersrum? Aber ist ja egal, weil man konnte es ja trotzdem, hätte man auch als 1 sehen können, aber es war eine 4. Cooler Scheiß, ganz ehrlich. Da ist wieder unser Spiegelbild. Wieso ist die jetzt da drin? Hä? Konsole, untersuche. Da ist ein kleines Loch an der Seite der Konsole. Ich glaube, ich brauche eine Art Hebel, um sie zu bedienen. Ja, okay, dafür brauchen wir bestimmt unseren Streitkolben, aber ich gucke nochmal, was hier noch ist. Oh nein, Maschine. Untersuche. Sieht etwas anders aus als die andere. Schau an, ich habe diese Maschine schon mal gesehen, als ich diese verrückte Welt der Toten zum ersten Mal betreten habe. Damals war es mein Blut, was sie angeschaltet hat. Oh nein, müssen wir uns selber jetzt hier irgendwie wehtun? Das wäre richtig scheiße. Ist hier ein Knopf? Ja, bediene. Ja, dann pack mal hier Streitkolben benutzen. Fangen wir mal hier vorne an. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt nehmen wir das Ding wieder raus. Mhm, klasse. Packen das da rein. Ja, das... Ich hoffe, ihr passiert nichts. Das ist echt gefährlich hier. Krass. Ich entferne den Hebel wieder. So, jetzt packe ich den da rein. Hoffentlich passiert ihr nichts. Und du bewegst dich da vorne jetzt gar nicht mehr, oder wie? Okay. Ich muss mal checken hier, ob man das, ja. Mhm, klasse. Ja. Hallo, ich will den Hebel nehmen. Ja, Maschine. Kann ich nur anschauen. Dann kann ich nur bei der Hauptdings. Packe ich da mal den Hebel rein. Und bedienen das. Ich weiß nicht, was passiert. Der Hebel fehlt. Hä? Ach, ich habe jetzt einen Hebel. Noch einen. Okay. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Hauptkonsole bediene, untersuche. Was? Das bleibt da jetzt drinne und... Also ich glaube, dass wir sie eigentlich eher nach vorne langsam schicken müssten. Deswegen packe ich da den Hebel rein. Und bediene ihn.
Und dann gehst du da bitte mal weg. Schön. Eine Sache. Jetzt packst du bitte den da rein. Und bedienst das Ding natürlich. Und damit sie weitergeht, macht sie das denn auch dann? Ja, macht sie. Jetzt lassen wir den da stehen und nehmen den erstmal wieder raus, damit wir einen haben. Und den anderen lassen wir da, sonst geht sie ja wieder zurück, ne? Logisch. So, packen wir den da rein, damit sie wieder weitergeht. Schönes Ding. Geh einen Schritt weiter. Und jetzt bist du doch ganz vorne und jetzt nehmen wir den hier wieder weg. Ich hoffe, ich mache das hier alles richtig, glaube aber schon. Zack. Ja, und jetzt halt hier wieder rein. Nein, du sollst... Mhm. So, jetzt ist sie da ganz vorne. Das wieder rausnehmen. Nicht wieder zurückgehen. Und in die Hauptdings... Moment. Reinpacken. Und benutzen. Nein, du sollst das nicht. Ja, genau. Krasser Scheiß. Genau das habe ich leider befürchtet. Aber ich glaube, das ist genau das, was wir tun sollten. Haben wir jetzt doch unser Unterbewusstsein gekillt? Ich glaube schon. Ja. Ist echt ein bisschen schräg und schrecklich, aber okay, das sollte wohl passieren. Ja, damit haben wir dann den Aufzug aktiviert, glaube ich. Oder so. Vielleicht war es doch nicht ihr Unterbewusstsein. Ich habe auch gerade den Strich der 4 gesehen. Und jetzt blinkt hier, ist der Aufzug auch grün. Aber die andere ist immer noch drin. Okay, das war also irgendwie was anderes. Aktivieren. Goodbye, Otherworld.